Jack! Jack, wir müssen weg. Kannst du aufstehen? Fischers Fritze, Fisch, frische Fische. Ich sehe schon. Wenn ich dich nochmal vom sicheren Tod retten muss, bringe ich dich um. Amanda? Ja? Danke. Es gibt ja etwas, das du für mich tun kannst. Ja? Sieh mal, was ich für dich aufbewahrt habe. Auf nach Hamburg. Amanda, bist du sicher, dass es hier lang geht? Hoppla! Also das mit Backbord und Steuerbord lerne ich wohl nie. Das Amulett scheint zu leuchten. Das kann nur bedeuten, dass sich ein weiterer Teil irgendwo hier in Hamburg befindet. Das Schiff ist hinüber. Wir sind fast ertrunken. Du hast mein Geld geklaut und einen Teil deines Verstandes verloren. Aber egal, frohlocket, denn das Amulett leuchtet. Jack, du musst deine Prioritäten sortieren. Nein, ich muss herausfinden, warum das Amulett glüht. Genau reparieren wir zunächst das Schiff. Teilen wir uns auf. Du kümmerst dich um das Schiff. Ich finde heraus, warum das Amulett glüht. Ja, eine dieser Fragen werden wir auf jeden Fall gleich stellen. Aber damit erstmal herzlich willkommen hier zum nächsten Abenteuer. Diesmal in der schönen Stadt Hamburg, im schönen Deutschland. Gar nicht so weit weg von hier. Ich glaube, von Köln, hier Nordrhein-Westfalen, ist es, glaube ich, bis hoch nach Hamburg. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, bis nach Berlin sind 400 Kilometer, bis nach Hamburg. Ja, vielleicht 300. Ich weiß es nicht auswendig, aber auf jeden Fall ein gutes Stück Autofahrt. Übrigens mit dem ICE noch 4 Stunden Zugfahrt. Wie dem auch sei, wir sind hier in Hamburg, müssen natürlich das nächste Amulettstück finden, damit wir dieses ganze Amulett halt zusammenfügen können, weil anscheinend hatte der Schamane das wohl geteilt und vor seinem Gefängnisaufenthalt irgendwo auf der ganzen Welt verteilt, so dass wir jedes Stück finden müssen und es zusammenführen müssen, um halt am Ende unseren Schatz, den großen oder das große Okumba, zu finden. So, ich würde sagen, dass Amanda und ich uns jetzt aufteilen, dass sie sich um das Schiff kümmert und ich versuche mal herauszufinden, warum das Amulett glüht. Teilen wir uns auf. Du kümmerst dich um das Schiff, ich finde heraus, warum das Amulett glüht. Gute Idee. Viel Glück damit. Ich mache dann mal eine Bestandsaufnahme des Schadens. Aber Jack, pass auf. Warum? Wir sind jetzt in Deutschland. Ich habe gehört, die Deutschen haben nicht den geringsten Humor. Ich habe alle Kontinente bereist und mit allen möglichen Völkern zu tun gehabt. Und ich habe alle zum Lachen gebracht. Das war vermutlich ein Nebeneffekt. Du wirst schon sehen. Die Deutschen und ich, wir werden uns prächtig verstehen. Vermutlich. Wie immer. Ja, lieber Jack, damit herzlich willkommen hier in unserem schönen Ländle Deutschland. Und zu dem Thema, lieber Jack, wir Deutschen haben natürlich auch Humor. Wenn wir nämlich keinen Humor hätten, dann würden wir gar nicht so viel lachen. Weil es ist bewiesen,
dass wir Deutschen am meisten lachen. Wir sind das größte Land mit uns Deutschen, sage ich jetzt mal so. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht rausgeredet. Das am meisten lacht auf der ganzen Welt. Deshalb, auf jeden Fall, haben wir Deutschen sehr viel Humor. Und ich würde euch eigentlich jetzt gerne mal hier kurz Hamburg zeigen, aber es geht wahrscheinlich jetzt schlecht, weil wir hier gerade irgendwie auf dem Steg sind. Name. Also wirklich, wo sind Ihre Manieren, Sir? Und Sie sind? Haben Deutsche wirklich keinen Humor? Haben Deutsche wirklich keinen Humor? So ist es nicht. Die Witze taugen halt nichts. Wenn Sie mir einen wirklich guten Witz erzählen, lache ich mir sicher einen Ast. Verstehe. Also, Name. Also wirklich, wo sind Ihre Manieren, Sir? Also wirklich, wo sind Ihre Manieren, Sir? Wenn Sie nicht den Vorschriften der Hamburger Hafenbehörde folgen, wird das ewig dauern. Also, Name. Jack Keane, Johann Kunz. Johann Kunz. Name Ihres Schiffes, Herr Kunz. Otto von Bismarck, Blitz der sieben Weltmeere. Die dunkelgraue Pearl. Die RMS Titanic. Die Charming Princess 2. Wir nehmen natürlich Otto von Bismarck, Blitz der sieben Meere. Otto von Bismarcks Blitz der sieben Weltmeere. Aha, verstehe. Herkunftsort? Ah, was sagen wir? Shanghai, London, Bayern. Nehmen wir nochmal Bayern. Bayern. Na gut. Ladung. Nur ein paar Rauschmittel und heiße Groupies, wie immer. Ja, ich bin am Überlegen. Eigentlich würde ich gerne diese Antwort geben. Aber ich weiß da nicht, was passiert. Nicht, dass der uns irgendwie noch einsperrt oder so, weil ich weiß ja nicht, ob man den Verlauf der Geschichte ändern kann. Das wollen wir natürlich nicht. Obwohl, sollen wir es einfach mal wagen? Was meint ihr? Doch komm, machen wir mal. Nur ein paar Rauschmittel und heiße Groupies. Wie immer. Ich finde nichts über Ihr Schiff in meinen Aufzeichnungen. Wissen Sie, was das bedeutet? Ihre Aufzeichnungen sind falsch. Nein, sie sind nie falsch. Oh, hat Ihnen das Vorzimmer der Queen keine Nachricht geschickt? Wie peinlich. Ganz im Gegenteil. Jedenfalls müssen Sie eine zusätzliche Hafensteuer zahlen. Das sind dann 26 Goldmark. Also, ich habe hier chinesisches Geld. Kann ich damit auch zahlen? Verdammt, ich komme später mit dem Goldmark zurück. Was, wenn ich nicht zahle? Ja, bieten wir ihm erstmal an, das chinesische Geld. Vielleicht können sie das hier wechseln. Also, ich habe hier chinesisches Geld. Kann ich damit auch zahlen? Zeigen Sie mal. Hey, Sie haben ja gleich alles genommen. Was ist mit Wechselgeld? Ach so, ja, hier ist das Wechselgeld. 2 Goldmark? Nicht mehr? Naja. Besten Dank auch. War ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen, mein Herr. So, das ist also Hamburg. Ich hasse ganz diesen Streik. Aber hier fehlt überall liegt Zeug rum. Vielleicht ganz aus Glas. So, der Typ geht mir ein bisschen auf die Nerven hier. Vielleicht können wir mal ein bisschen von Hamburg zeigen. Ein paar Kisten sind verbrannt. Was werden unsere Kunden sagen? Ja, da hinten der schöne Sonnenaufgang oder Untergang. Ich kann es gerade nicht definieren. Auf jeden Fall der Hamburger Hafen. Ich war bis jetzt erst, glaube ich, einmal in Hamburg. Und das war echt ganz interessant, weil wir haben echt eine Rundfahrt gemacht. Ich hasse diesen Streik. Überall liegt Zeug rum. Ja, genau. Nervt nicht. Wir haben halt eine Rundfahrt gemacht, so
am Hamburger Hafen haben wir gestartet, sind dann einmal so ein bisschen rumgetuckert und dann waren wir später noch irgendwie noch irgendwo essen. Und abends waren wir dann im Musical, das war relativ cool auf jeden Fall. Und immer wieder gerne nach Hamburg. Eine Schande für die Umbati Corporation, so viel ist sicher. Und jetzt können wir vielleicht mal hier an dem Steg ein bisschen mit Amanda sprechen. So, Hamburg. Ich habe mehr Leute erwartet. Dürfte nicht leicht werden, hier jemanden zu finden, der uns mit dem Schiff helfen kann. Die Zeit als Häftling hat dich ziemlich pessimistisch gemacht. Angenommen, wir finden jemanden. Haben wir denn das nötige Material für die Reparatur? Im Lagerraum ist einiges, aber du hast recht. Ich sollte nachsehen. Und ich kümmere mich um das, was ich am besten kann. Einen Schatz suchen. Denk dran, Vorsicht, wenn du mit den Deutschen redest. Sie haben keine Ahnung, was Humor ist. Ein paar Kisten sind verbrannt. Was werden unsere Kunden sagen? So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier sind natürlich ganz viele Kisten. Und wieder die Kisten mit den Holzgiraffen, die uns irgendwie verfolgen. So, und ich würde mal sagen, dass wir jetzt mal einfach nochmal mit dem Hafenmeister sprechen. Eine Schande für die Umbati Corporation. Herr Kunz. Jetzt können wir hier einen Witz. Jetzt können wir ihm hier Witze erzählen. Das finde ich relativ witzig. Ich glaube, wir fangen einfach mal locker an. Wie viele Deutsche braucht man, um eine Glühbirne einzudrehen? Wie viele Deutsche braucht man, um eine Glühbirne einzudrehen? Glühbirne? Ist das nicht dieses hässliche, hohle Glasding? Nein, das ist das Ding zwischen Ihren Ohren. Sie überschreiten eine Grenze. Noch ein Wort und ich gehe den Baum hoch. Wie passend. Sie sehen schon ein wenig affig aus. Dir bringe ich Manieren bei. Oh, wir befinden uns wieder in einer Schlägerei. Ach, jetzt kommt er wieder mit seinen Kung-Fu-Dingern. Aber ich glaube, das nützt uns hier nicht. Jetzt siehst du, was passiert, wenn mich jemand wirklich wütend macht. Gut, okay, das hat wohl Arbeiter haben Rechte? Was für ein Blödsinn. Nichts gebracht, aber wir können mal hier das Klemmbrett untersuchen. Am Klemmbrett kann man Papiere befestigen. Ach, hätte ich jetzt nicht gedacht. Riesige Frachtkiste, was da wohl drin gewesen ist oder sein könnte, das ist eine gute Frage. Ein paar Kisten sind verbrannt. Was werden unsere Kunden sagen? Der Zielort dieser seltsam geformten Kiste ist New York. Was da wohl drin ist? So, wir könnten natürlich jetzt nochmal, wir gehen mal hier hinten zu den anderen Arbeitern. Genau dieses Logo habe ich in meinem Traum gesehen. Das Amulett hat wieder geglüht. Das kann kein Zufall sein. Ich muss da rein. Findet heraus, wo das Amulett hier in Hamburg versteckt ist. Ja, das werden wir auf jeden Fall herausfinden. Denn wir wollen ja auch natürlich weiterkommen. Arbeiter haben Rechte. Also sollten sie zumindest. Und die ganzen Arbeiter, die streiken hier schon. Wir können hier nochmal aufs Klemmbrett gucken. Ich glaube, das können wir uns sogar nehmen. Oder was da auch immer draufgeklebt ist. Ärger mit Ihrem Affen? Reden Sie mit Rolf, dem zertifizierten Tierpfleger des Hamburger Hafens. Er braucht immer Geld und hilft gern. Das könnte später wichtig sein. Aushang von Tierpfleger Rolf. Ja, der liebe Rolf. So, jetzt schauen wir mal, wo wir hier hinkommen können. Hier ist anscheinend kein Durchgang. Ja, wir müssen auf jeden Fall da rein, aber ich würde gerne erstmal hier mit den Leuten quatschen.
Denn das ist... Gerechtigkeit und Bier! Gerechtigkeit und Bier! Am besten erstmal mit den Leuten quatschen, denn die scheinen hier irgendwie zu streiken und haben keine Lust zu arbeiten. Und das wird dann bestimmt relativ interessant. Also, sprechen wir erstmal mit den lieben Leutchen.